Noch am gleichen Abend geht Floristan Gödings seinem Verdacht nach. Der Rechtsanwalt befürchtet, dass Laras Vater handgreiflich geworden ist. Was Sie sind das? Ich habe gehofft, das ist Lara. Sie ist nämlich abgehauen. Ja, also Lara geht's gut. Ich weiß auch, wo sie sich aufhält. Kann ich wieder reinkommen? Dann können wir das einzeln mit da besprechen. Ja, bitte kommen Sie rein. Aber wo ist denn jetzt Lara? Ich mache mir solche Sorgen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wo ist sie? Das darf ich Ihnen leider erstmal nicht erzählen, aufgrund des anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht. Und natürlich auch, weil Lara nicht gefunden werden will. Hier gab es ganz offensichtlich einen Streit. Und sie will erstmal wieder den Kopf freikriegen, hat aber versprochen, dass sie morgen kommt. Ich glaube, da verstehen Sie etwas nicht ganz richtig. Lara muss heute nach Hause kommen. Wenn sie heute nicht nach Hause kommt, mein Mann rastet aus. Was bitte meinen Sie mit rastet aus? Ich meine, ich habe den Verband gesehen auf Laras Arm. Also, Verband, so weit geht das jetzt hier nicht. Mein Mann ist nicht gewalttätig. Ich weiß nicht, woher Lara das hat. Vielleicht erfindet sie irgendwas. Das Kind ist 16. Den hat sie sich vielleicht beim Abhauen geholt. Also es geht gar nicht darum, ob Lara hier was erfindet oder nichts, weil ich habe mich mit ihr darüber auch gar nicht unterhalten. Was ich aber ganz klar sehe, ist, dass ihr Mann gewalttätig sein kann, so wie er sich verhält, so wie ich ihn erlebt habe und so wie ich sie jetzt wahrnehme, Frau Farnhäuser. Das sagt mir doch alles, dass sie Angst haben und das kann nur daher kommen, dass eine gewisse Gewaltbereitschaft vorliegt. Frau Farnhäuser, es gibt Organisationen, die können Ihnen helfen. Ich kann Ihnen auch helfen. Ich brauche keine Hilfe. Wir brauchen keine Hilfe. Mein Mann ist nicht gewalttätig. Was unterstellen Sie denn meiner Familie? Der kommt jetzt gleich vom Sport. Der möchte pünktlich sein Essen haben. Das würde ich ihm jetzt gerne vorbereiten. Und daher bitte ich Sie jetzt zu gehen und solche Unterstellungen in Zukunft zu lassen. Aber wie ist denn das eigentlich? Wie ist denn das eigentlich, wenn das Essen nicht rechtzeitig fertig wird? Was ist denn dann? Was passiert dann? Rastet er dann aus? Solche Unterstellungen muss ich mir jetzt von Ihnen nicht anhören. Ich möchte, dass Lara nach Hause kommt und ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Ich gebe Ihnen noch ganz kurz meine Visitenkarte. Wenn irgendwas ist, wenn Sie reden wollen, dann rufen Sie mich an, ja? Auch wenn Frau Farnhäuser abstreitet, dass sie oder ihre Kinder Opfer häuslicher Gewalt sind, ich glaube es ihr nicht. Lara weiß, dass ihr Vater sie bei Kevin aufspüren wird und ohne weitere Diskussion in ein Internat steckt. Die 16-Jährige hat deshalb einen Plan geschmiedet und vertraut sich Kevin am Abend an. Hör zu, Kevin. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr zurück nach Hause gehen. Ich hau ab, zusammen mit Otto. Und das vielleicht für immer. Hä? Was willst du damit sagen? Kevin, das ist total scheiße. Mein Vater ist ausgeflippt. Er will mich in ein Internat schicken. Kannst du dir das vorstellen? Der hat sie doch nicht mal alle. So der tickt doch nicht mehr weg richtig. So weit wie möglich von dir. Doch. Und jetzt? Er will das machen. Aber ich mach das nicht mehr mit. Ja, wohin willst du jetzt? Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade mal nur 50 Euro auf meinem Konto. Und ich weiß es nicht, aber... Aber was hast du dir denn vorgestellt, Maus? Guck mal, wenn mein Vater morgen auf Arbeit ist und meine Mama einkaufen geht, dann hole ich Otto ab und dann gehen wir irgendwo hin, egal wohin. Ist ja gut, aber wie hast du dir das denn vorgestellt? Ohne Geld, ohne zu wissen, wohin? Sag das mir doch mal. Oh Mann. Ich weiß es nicht. Ja, doch. Ja, doch. Ich hab einen Bruder in Hamburg. Der hat da seine Bude. Genau, ich kann dich noch mal fragen, ob du da unterkommst. Und der verpfeift uns nicht? Oh, mein Schatzi, ist mein Bruder. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Lass uns gleich das Ticket buchen. Ja, und ich komme natürlich mit. Ist klar. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es auch kaum erwarten. Ja. Schatz, weißt du was? Ich hol's den Laptop, ja, und dann buchen wir die Tickets für den Bus, okay? Halt dich an mir fest, wenn ein Leben dich zerreißt. Am nächsten Tag will Lara ihren kleinen Bruder wie geplant zu Hause abholen, um mit ihm nach Hamburg durchzubrennen. Die 16-Jährige ist froh, dass Kevins Bruder ihr kurzfristig Unterschlupf gewährt und sie so den Schikanen ihres Vaters entrinnen kann. Otto, wo bist du? Ich pack schon mal Proviant ein, beeil dich bitte. Otto, wo bist du? Komm schon, beeil dich. Otto! Na, Mäuschen? Suchst du deinen Bruder? Was machst du hier? Den wirst du hier wohl jetzt nicht finden. Wo ist er? Wo ist Otto? Ich glaube, das ist nicht dein Problem im Augenblick, wo dein Bruder jetzt ist. Willst du jetzt schon wieder... Bleib hier jetzt, Fräulein! So, jetzt reicht mir das. Was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt zur Polizei und dann machst du eine vernünftige Aussage. Du wirst dir erzählen, dass dein Freund Kevin dir nachstellt und dich bedroht. Dann machen wir ein Kontaktverbot über das Familiengericht. Und das ist die Chance, die wir dir noch geben. Aber das ist die letzte Chance, die du hast. Hast du mich verstanden? Und was ist, wenn ich nicht aussage? Was wirst du dann machen? Mich wieder schlagen? Mach doch. Die Zeiten sind vorbei, Papa. Ich hab gedacht, du liebst deinen Bruder. Ich liebe meinen Bruder. Aber was willst du damit sagen? Dass ich deinem Bruder vielleicht ein kleines bisschen wehtun muss? Da sind Millionen Licht.
Kevin Wachowski macht sich große Sorgen um seine Freundin Lara Pfannhäuser. Die 16-jährige Berlinerin will gemeinsam mit ihrem Bruder Otto vor ihrem gewalttätigen Vater Bernhard fliehen. Doch der hat die Flucht im letzten Moment verhindert. Er sieht Aushilfskellner Kevin als schlechten Umgang für sein Kind an und versucht, die Beziehung des jungen Paares mit allen Mitteln zu unterbinden. Kevin hat Rechtsanwalt Floristan Götings engagiert, der für das junge Glück kämpft. Ein Tisch für eine Person? Ja, vielen Dank. Ich würde mich eigentlich ganz gerne nur ganz mit Ihrem Kellner unterhalten, sobald der Zeit hat. Okay, bitteschön. Kevin, hallo. Hallo. Ist etwas passiert, oder? Das kann man so sagen. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich würde es aber ganz gerne irgendwie mit dir unter vier Augen besprechen, wenn es möglich ist. Ja? Ja. Chef, ich brauche ganz kurz eine Minute. Können Sie vielleicht das hier die Küche abgeben, ja? Okay. Können wir holen? Da? Klar, natürlich. Ja, worum geht es? Ja, wie gesagt, ich habe schlechte Nachrichten, die halte ich sozusagen in der Hand. Was ist das? Der Vater von Lara konnte sich durchsetzen mit dem Ernährungsverbot. Hier ist eine einstweilige Verfügung. Was? Er konnte sich durchsetzen? Guck mal rein, ist eine einstweilige Verfügung vom Gericht. Es geht darum, dass du dich nicht mehr als 100 Meter nähern darfst. Und die Lara tust du es doch, machst du strafbar, musst ein Ordnungsmittel zahlen. Das kann nicht sein. Die haben doch gesagt, da kommt da. Was? Der kommt da unbegründet gar nicht mit durch. Was soll denn das? Das Problem, was wir haben, die Lara hat gegen dich ausgesagt. Die hat gegen mich ausgesagt? Ja, die hat gesagt, dass sie Angst vor dir hat und dass du sie stalken würdest. Stalken mir? Nein, natürlich nicht. Stalken, ist ja verrückt. Kevin, ich glaube dir, dass das alles scheiße ist, aber dann musst du mir schon erzählen, was da los ist. Vielleicht ja, wegen ihrem Vater. Wahrscheinlich. Sie steckt hundertprozentig in Schwierigkeiten. Okay. Vielleicht habe ich da ein bisschen Mist gebaut. Ja. Ich habe ihnen da was zu verschwiegen. Ja, sie wollte nach Hamburg abhauen. Ja. Kevin, ist es auf deinen Mist gewachsen? Ja. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Mann, ich musste das tun. Ich hatte keine andere Wahl. Das gibt's ja nicht. Mann, ich habe ihnen einen Schlafplatz organisiert und ja, es war auch alles schon so gut wie geplant. Ja, aber sie ist halt nicht angekommen und dann. Ja, hat mein Bruder mich angerufen, ob. Ja, sie ist nicht gekommen. Und dann, ja, wahrscheinlich hat ihr Vater hat er sie dazu gezwungen. Keine Ahnung, Mist. Oh, ich muss zu ihr. Chef, tut mir leid. Ich komme morgen wieder. Ich habe was zu regeln. Was willst du jetzt machen? Du willst jetzt zu Lara? Ja, ich muss zu Lara. Ich habe keine andere Wahl. Was habe ich dir eigentlich vorher erklärt? Was glaubst du, was da eigentlich drinsteht in diesem Brief, ja? Du musst schon zuhören. Wenn du dich ihr näherst, dann machst du dich strafbar, Mensch. Das muss mal in deinen Kopf reingehen, ja? Das ist eine ernsthafte Situation. Pass auf. Ich werde hier Widerspruch einlegen. Das mache ich heute noch. Dann kommst du zur mündlichen Verhandlung. Und da muss es bewiesen werden. Die ganzen Vorwürfe müssen da bewiesen werden. Und dann schauen wir mal, ob das dann immer noch so stichhaltig ist. Ich glaube, dass es nicht so ist. Aber bis dahin musst du die Füße stillhalten. Sonst gibt es richtig Ärger. Die Situation ist für meinen Mandanten natürlich sehr schwierig. Mit dem Annäherungsverbot hat es Laras Vater tatsächlich geschafft, dass sich Kevin seiner Freundin nicht nähern darf. Und zwar nicht näher als 100 Meter. Das ist natürlich eine harte Sache. Zumal die Anhörung vor Gericht einige Zeit dauert, bis sie stattfindet. Kevin lässt sich von der einstweiligen Verfügung nicht abschrecken und wartet am nächsten Tag vor Laras Schule. Der 19-Jährige riskiert Kopf und Kragen, um seine Freundin wenigstens ein paar Minuten sehen zu können. Ich habe heute noch keine Sekunde geschlafen. Ich musste die ganze Zeit an Lara denken. Ja, wer weiß, was der Vater mit ihr gemacht hat. Auch wenn der Anwalt gesagt hat, ich soll mich von ihr fernhalten. Ich schaffe es einfach nicht. Ich muss wissen, ob es ihr gut geht. Hey, Lara, warte mal. Was machst du denn hier? Verschwinde, hey, lass mich in Ruhe. Warte doch mal. Hau ab. Was ist denn los mit dir? Was geht denn hier ab? Wieso hast du dich bei deinem Bruder nicht gemeldet? Du willst die Wahrheit hören? Da du es ja nicht raffst, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Das mit uns hat ja doch eh nicht geklappt. So ein Versager wie du, dafür bin ich mir viel zu gut. Schatz, was ist los mit dir? Verschwinde und lass mich in Ruhe. Ramos? Bist du jetzt zufrieden? Noch lange nicht. So. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Pfannhäuser Bernhard. Möchte einen Verstoß melden hier gegen das Kontaktverbot? Ja, Pfannhäuser? Es geht um meine Tochter Lara. Schicken Sie jemanden. Ja? Okay, ich danke Ihnen. Wir müssen bitte mit Kevin Wachowski sprechen. Ist der da? Mit meinem Sohn? Ihr Sohn ist das, ja? Ist der da? Kevin? Ja? Herr Wachowski. Was machen Sie denn hier? Schön, dass Sie da sind. Wir müssen mit Ihnen reden. Erneut reden. Weshalb? Warum? Der Kinderbesitzer hat die Anzeige zurückgezogen. Gibt es doch keinen Grund. Also. Das wissen wir ja auch. Das ist uns auch zur Erkenntnis gekommen. Aber Sie haben sich dem Annäherungsverbot widersetzt.
Sie haben da so einen netten Anwalt, der hat Sie so gut beraten. Das ist wieder eine Straftat. Was für ein Annäherungsverbot? Gegen Ihren Sohn liegt eine richterliche Anordnung vor, dass er sich Lara Pfannhäuser nicht näher als 100 Meter annähern darf. Blödsinn. Wer hat denn das gesagt? Ne? Etwa Lara hat die mich verpfiffen? Oder? Wer die Anzeige gemacht hat und erstattet hat, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen, Herr Wachowski. Aber nehmen Sie doch mal zur Kenntnis, es wird auch nicht besser für Sie. Sie sind ja sowas von beratungsresistent. Blödsinn. Das ist alles auf dem Mist Ihres Vaters gewachsen, ja? Und außerdem, ich glaube, ich von niemandem verbieten, meine Freundin nicht zu sehen. Sie ist meine Freundin. Ist doch klar, ich muss doch wissen, ob es ihr gut geht. Selbstverständlich. Was ist das Problem? Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, Sie gestehen das hier gerade ein, halt, dass Sie sich Lara Pfannhäuser mehr als 100 Meter genährt haben. Ich habe sie sogar noch in den Arm genommen. Ne? Das zweimal, ja? Ja, Herr Wachowski, die Sache wird nicht besser. Ich werde den Sachverhalt jetzt so aufnehmen. Rufen Sie Ihren Anwalt an, lassen Sie sich noch mal beraten. Na, großartig. Die hauen sich immer mehr und tiefer in die desolate Situation. Mann, verstehen Sie es nicht. Ich wollte meine Freundin nur sehen. Klären Sie das mit dem Anwalt, aber wie gesagt, es liegt wieder eine Straftat vor. Würde mich freuen, dass wir nicht der Anwalt gegen Sie ermitteln müssen. Wiedersehen. Und Sie kriegen dann Post von der Staatsanwaltschaft, ja? Vielleicht können Sie auf Ihren Sohn einwirken. Ich kann nicht glauben, dass Lara mich bei der Polizei verpetzt hat. Erst bricht sie mir das Herz und dann will sie mich noch im Knast sehen? Was ist los? Ich liebe sie so doll, aber langsam zweifle ich an dieser Beziehung auch. Es kann so nicht weitergehen. Ich muss den Anwalt anrufen. Ich kann mich doch nicht so in die getäuscht haben. Die kann mich doch nicht so verarscht haben. Das geht nicht. Ich muss wissen, was da los ist. Ja, Kevin, ich erzähl dir mal, was jetzt los ist. Ja? Und jetzt ist nämlich los, dass du gegen das Annäherungsverbot verstoßen hast. So, das kann ein strafrechtliches Verfahren nach sich ziehen. Sozialstunden darfst du ableisten. Und wenn es ganz hart kommt, noch Geldstrafe. Das ist los. Nein. Kann ich nicht. Ich muss doch wissen, was da los ist. Mama, ich muss doch wissen, was da los ist. Jeden Tag. Ich rufe sie tausendmal an. Sie geht nicht ran. Ja, sie geht nicht ran. Es reicht. Ich werde rausfinden, was da los ist. Ganz sicher. Auch wenn es hart ist, mein Junge. Ich möchte dich nicht irgendwann im Knast besuchen. Mama, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wer weiß, vielleicht braucht es vielleicht meine Hilfe. Ja, guck mal, ich habe doch schon das Widerspruchsverfahren eingeleitet, Kevin. Aber das dauert halt eine gewisse Zeit. Dauert eine gewisse Zeit? Ja. Wenn wer weiß, vielleicht setzt ihr blöder Scheißvater sie unter Druck. Oder schlägt sie, keine Ahnung. Hören Sie, Herr Gönigs, Sie sind der Einzige, den ich habe. Sie können da noch hingehen. Ich nicht, Sie. Bitte helfen Sie mir. Bitte. Ich bitte. Gut, also schön, Kevin. Ja? Ich mach's. Ich fahr noch mal zu Lara und ich versuche noch mal ein bisschen mehr rauszufinden. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es von Erfolg gekrönt ist. Ist egal, bitte versuchen Sie es einfach. Bitte. Wenn sie sich dir schon nicht anvertraut, warum soll sie sich mir anvertrauen? Aber gut, ich mach's. Und du, Kevin, ja, du hältst endlich mal die Füße still. Nach einer schlaflosen Nacht kann sich Kevin am nächsten Tag kaum auf die Arbeit konzentrieren. Er ist völlig niedergeschlagen, obwohl er eigentlich erleichtert sein müsste. Denn der Kinobetreiber hat seine Anzeige wegen Einbruchs zurückgezogen. Keine Ahnung, wie ich das alles überstehen soll. Ich kann mich null konzentrieren. Ich muss die ganze Zeit an Lara denken. Und den Anwalt hat sie auch abblitzen lassen und der hat auch nichts aus ihr rausbekommen. Ich drehe noch wirklich durch. Ich muss wissen, was Sache ist. Kevin, was stehst du hier rum? Ich bitte dich nicht fürs Rumstehen. Ja. Kümmere dich um die Gäste. Ja, sorry. Andiamo, andiamo. Sorry, Chef. Sorry. Scheiße. So, kommt hier mal hin, kann man heute bestellen. Hallo. Schleift hier. Gut. Entschuldigen Sie, das haben Sie lange gewartet? Was macht er denn hier? Sag mal, unser kleiner Kellner, unser Supertalent. Jetzt wissen Sie, warum Lara hier nicht essen wollte. Haben Sie vielleicht schon was zu trinken, sich ausgesucht? Flasche Wasser kannst du bringen und Rotwein, ja. Wir haben nicht was zu feiern. Okay. Ja, aber pronto, nimm die Finger von meiner Tochter weg. Komm sofort. Na, das ist ja hier, ach du Scheiße. Wenn es hier so schmeckt wie der Service, ist na super. Ich hab Hunger, wo bleibt denn der? Bitte schön. Sag mal, bist du zu dämlich oder was? Kannst du nicht aufpassen? Du angeschnellt. Tut mir leid. Kannst du nicht aufpassen? Nein, das war nicht meine Schuld. Was hast du gemacht? Er hat mir ein Bein gestellt. Wie bitte? Was hab ich gemacht? Sei still. Geh in die Küche. Ich will gar nichts hören. Kannst du lügen hier oder was? Komm, geh Teller spülen. Da kannst du nichts einstellen. Geh. Tut mir noch mal, ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Die Getränke gehen natürlich aufs Haus und die Bluse, die Reinigung übernehmen wir auch. Noch mal Entschuldigung, ja? Das ist das Mindeste, was er macht. Was haben Sie für Personal hier? Hast du ja gewusst, kannst du ruhig sagen. Das wusstest du, dass ich arbeite da nicht.
dieser Nichtsnutz. Lara! Lara, bleib hier, sonst passiert was! Lass dich hin! Lara! Ich kann das nicht mehr, diese Schikanen von Papa. Und jetzt macht er auch noch Kevin fertig. Hätte ich doch bloß dem Anwalt gestern schon die ganze Wahrheit erzählt. Lara will den Gemeinheiten ihres Vaters ein für allemal ein Ende bereiten und bittet Floristan Gödings um Hilfe. Der Rechtsanwalt trifft wenig später vor dem Restaurant ein. Lara! Herr Gödings! Mensch, was ist denn los? Ja, du hast mich angerufen, da? Ich habe kaum was verstanden. Was ist denn passiert? Jetzt erzähl doch mal. Sie hatten von Anfang an recht. Mein Vater. Oh mein Gott. Der Reihe nach. Ganz ruhig, ganz ruhig. Er verprügelt uns. Wenn er uns nicht verprügelt, dann sperrt er uns ein. Manchmal tagelang. Oh, wir haben alle solche eine Angst vor ihm. Ich kann gut verstehen, dass du Angst hast, aber weißt du was? Ich kann dir auch etwas sagen. Die Angst, die hört auf. Die ganze Sache hört auf, ja? Ich werde dafür sorgen, dass der dich nicht mehr anfasst. Dich nicht und deine Mutter nicht, ja? Verstehst du das? Und das andere, was dann auch ist, die ganzen Sachen, die du da gestern erzählt hast, die stimmen natürlich dann auch alle nicht. Du hast wahrscheinlich einfach nur so viel Angst. Na klar hatte ich Angst, er hat mich doch die ganze Zeit schikaniert. Und gerade eben im Restaurant, er hat Kevin total fertig gemacht, er hätte doch seinen Job verlieren können. Das kann doch so nicht weitergehen. Ich kann nicht tatenlos rumsitzen. Das tust du auch nicht. Wir werden was machen und zwar gehen wir zur Polizei. Und da wirst du eine Aussage machen und wirst alles erzählen, so wie es ist. Ja, Lara? Ja. Lass uns zur Polizei gehen, das ist der Weg, wie wir das beenden können. Aber bevor wir zur Polizei gehen, da ist Kevin. Ich muss mit ihm reden. Kevin! Warte! Kevin! Kevin, bitte warte! Oh Gott, nee, komm. Kevin, lass bitte. Mich los, fass mich nicht an. Was willst du von mir? Hast du schon vergessen? Mir doch scheißegal. Es tut mir leid. Ja, es tut mir auch leid, oder was? Außerdem, ich darf mit dir gar nicht reden, ja? Das Grenze wieder zu pöllen, dann verpetzt mich, ja? Und danke nochmal für diese scheiß coole Aktion. Das war nicht ich. Papa hat uns doch beobachtet. Ach ja, dein Vater, ja? Den haben sie auch verdanken, dass ich das blöde, scheißdreckige Geschirr abspülen durfte, ne? Komm, lass mich einfach in Ruhe. Geh weg. Kevin, Kevin, du solltest hier wirklich, Kevin, warte doch mal ganz kurz. Kevin, du solltest hier wirklich auf die Lara hören. Ja? Die hat einiges durchgemacht und die braucht dich. Die braucht dich mehr als sonst, glaub mir. Was machen Sie jetzt hier? Die Lara, die hat mich angerufen, die hat mir alles erzählt. Von der Gewalt in der Familie, von den Ausraster von ihrem Vater, von den Schlägen. Schlägen? Die braucht dich wirklich. Dieses Arsch? Dieser Mistkerl? Es tut mir leid, dass ich dir nicht von Anfang an die Wahrheit erzählt habe. Als ich dir gesagt habe, von wegen, dass du nicht gut genug für mich warst, das war auch alles gelogen. Er hat mich doch erpresst. Er hat dich erpresst? Dass, wenn ich ihm nicht gehorche, dass er Otto etwas antun wird. Nein. Und Otto! Okay, Lara. Scheiße! Wir machen das jetzt anders. Wir fahren jetzt zu dir nach Hause vorbei, ja? Und rufen von unterwegs die Polizei, um das Schlimmste zu reden. Komm, gleich jetzt. Warum hast du nicht schon vorher was erzählt? In Berlin hat Lara Pfannhäuser Angst um ihre Mutter und ihren kleinen Bruder Otto. Die 16-Jährige und ihre Familie leiden seit Jahren unter den gewalttätigen Übergriffen ihres Vaters. Mit Hilfe von Rechtsanwalt Floristan Gödings und ihrem Freund Kevin Wachowski will die Schülerin den Schikanen nun endlich ein Ende bereiten. Das Feierabend. Was bist du? Papa. Was machst du denn hier, du Unterbrechung? Es reicht. Jetzt reicht's, ja? Die Gewalt gegen ihre Familie hört hier auf. Haben Sie verstanden, ja? Was willst du denn von mir, sag mal? Herr Pfannhäuser, Sie fassen mich nicht an. Haben Sie verstanden? Mich fassen Sie nicht an. Genauso wenig wie Ihre eigene Familie. Das reicht. Gucken Sie mal in die Angstgesichter, die Sie erzeugen, ja? Wo ist Otto? Ich glaube, dir ist auch was passiert. Wenn du das nicht machen willst. Was hast du ihm angetan? Rotzke, oder du? Polizei! Ah, gut, dass Sie kommen. Wir sind gerufen worden. Wegen häuslicher Gewalt? Ja, das ist der Herr Pfannhäuser. Den können Sie sich gleich mal annehmen. Der ist auch akut gewaltbereit. Hat auch schon versucht, mich hier tätig anzugreifen. Kommen Sie bitte erstmal raus. So. Das dürfte das Beste sein, ja. Mama, sag mir bitte, wo Otto ist. Bitte. Frau Pfannhäuser, das ist eine schwierige Situation, aber Sie sehen auch, es ist erst mal vorbei. Die Polizei hat Ihren Mann in Gewahrsam genommen. Der kann Ihnen nichts mehr tun. Was Sie jetzt tun können, Sie können Ihrem Sohn helfen, Sie können Ihrer Tochter helfen, Sie können sich selbst helfen, Sie können Ihrer Familie helfen. Sagen Sie, wo Otto ist. Otto ist im Schuppen. Otto ist im Schuppen. Er hat ihn in den Schuppen gesperrt. Ich konnte es nicht verhindern. Er ist draußen ganz alleine. Und wir zwei kurz mal kurz hier. Ich konnte ihm nicht helfen. Er hat mich bedroht. Er hat das Kind bedroht. Das haben Sie ganz gut gemacht. Otto! Geht es dir gut? Ja. Hat er dich geschlagen? Nein. Pass auf, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Papa wird uns nichts mehr tun. Und jetzt komm, wir gehen rein.
Gott sei Dank, ey. Ach, wie schön, Otto, ist alles in Ordnung? Ja. Das schreckt mich endlich am Ende. Mein Herz rast immer noch. Ich bin einfach nur glücklich, dass Otto endlich in Sicherheit ist und dass Papa uns nichts mehr antun kann. Für welche Straftaten Herr Pfannhäuser schlussendlich wirklich bestraft wird, das hängt wiederum von der Aussage der Kinder und der Ehefrau ab. Ich wünsche mir wirklich, dass die Familie nicht noch einen Rückzieher macht, sondern dass sie sich gegen den aggressiven Vater stellen und aussagen. Ich hätte mehr für euch da sein müssen und ich konnte es einfach nicht. Ich konnte euch nicht beschützen, aber jetzt. Jetzt können Sie. Na, Kevin, ist nochmal gut gegangen. Ja, zum Glück. Letzte Minute sozusagen. Bernhard Pfannhäuser wurde wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen, Freiheitsberaubung und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Für Lara, Otto und ihre Mutter hat der Albtraum endlich ein Ende.